mit Hund auf Reisen im Wohnmobil. Das ist heute mein Thema. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Ich hatte ja vor einiger Zeit auf dem Stellplatz Oasis Almar ein Video gedreht über das Thema Mietwagen. Und auf dem gleichen Platz habe ich noch einen Nachbarn befragt und in diesem Fall zum Thema Hund im Wohnmobil und das in Spanien. Ja, jetzt bin ich weitergegangen zu meinem Übernachbarn und die beiden sollen uns jetzt berichten über ihre Erfahrung mit Hund und Wohnmobil. Und das sind die beiden. Du heißt? Ich heiße Christa. Ich bin der Dieter. Ja, wunderbar. Dann leg ich mal los. Ich glaube, der Dieter, der wollte berichten, der soll jetzt mal was erzählen. Wir haben seit 2004 ein Wohnmobil und seit 2007 ist ein Hund dazugekommen, der uns viel Freude macht. Wir haben dazu eine Karre, dass wir ihn immer mitnehmen können. Wir lassen ihn nicht gerne allein. Er bleibt auch nicht gerne alleine. Und so ist er immer am Mann. Und wir haben nie Stress, wenn wir unterwegs sind. Der Hund ist immobil, ist vielleicht zu warm oder was. Sondern er ist immer bei uns. Ist eine feine Sache. Und alle Leute, wo wir vorbeifahren, gucken uns nach und amüsieren sich in Spanien. Normal sind ja sonst kleine Kinder in so einer Karre. Richtig, genau. Ist das eigentlich eine Karre nicht für Hunde, ne? Doch, die ist für Hunde. Ach, speziell für Hunde. Die ist speziell für Hunde angefertigt und auch nur für den Hund bei Fressnapf gekauft. Ah ja. Ja, und dann meine Frage, wie transportiert ihr den Hund, beziehungsweise ist der angeschnallt oder muss der angeschnallt sein oder wie funktioniert sowas? Ja, wir haben uns da eine Box zugelegt, die ist aus Plane, die kann man öffnen und schließen. Die steht direkt hinterm Fahrersitz unter dem Esstisch. Wir haben die nicht extra befestigt, weil wir sagen, die rutscht da nicht weg und das ist eine wunderbare Sache. Ja, wunderbar, ja. Okay, ich weiß es nicht, gibt es vielleicht auch genaue Bestimmungen? Ich kenne sie jetzt nicht, wir haben ja nun keinen Hund und das weiß ich nicht. Bestimmungen kenne ich auch nicht, es heißt immer, der Hund muss irgendwie befestigt oder angeschnallt sein. Ja, ja. Aber es ist auch noch keine Polizei bei uns im Waren gewesen. Ja, jetzt muss man ja auch noch sagen, in Spanien ist das mit den Hunden ein bisschen anders wie bei uns in Deutschland. Da gibt es so hier und da mal ein kleines Problemchen. Und speziell Restaurants oder öffentliche Verkehrsmittel. Ja, Dieter, sag was dazu. Das ist etwas schwierig, überhaupt in den südlichen Ländern. Also in einem Restaurant darf ein Hund nicht. Man muss also sehen, dass man ein Restaurant findet, die eine Terrasse haben, wo man draußen sitzen kann. Dann ist das kein Problem. Das ist genauso mit Taxen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln darf kein Hund mit rein. Es gibt verschiedene Regionalbahnen, da kann man einen Hund mitnehmen. Aber im Großen und Ganzen läuft da nichts. Da nehmt ihr euren Hund dann immer in eurem Wägelchen mit und dann steht der draußen, beim Einkaufen steht er eben draußen und es bleibt im Wägelchen und da fühlt er sich auch wohl. Wir lassen den im Wägelchen, der bewacht dann auch die Fahrräder mit. Aus dem Wägelchen raus. Er springt nicht raus, also das ist schon eine gute Sache. Ja, wunderbar. Jetzt wäre es ja auch nochmal interessant zu hören, wie ihr dem Hund das beigebracht habt, dass er auch in das Wägelchen da reingeht. Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Wenn man sich einen Hund anschafft und will so etwas machen, dann nimmt man das Wägelchen, stellt das ins Wohnzimmer, Körbchen oder Box kommt weg und dann ist das Heim für den Hund. Die Hütte. Das wird dann etwas festgestellt. Jeder hat ja ein paar Bücher zu Hause, so haben wir das gemacht. Links und rechts Bücher, damit das fest ist. Und dann hat der Hund 3 Monate in dem Wägelchen gelebt. Und da ist er immer rein und rausgegangen. Wir hatten keinerlei Schwierigkeiten nachher, dass der Hund rausgesprungen ist oder nicht rein wollte. Ja. Das war sein Zuhause. Ja, das ist doch schön, das hört sich gut an. Wenn es mal nicht so klappen wollte, haben wir ein Leckerchen reingelegt und dann ging es auch. Ja, und heute, da ist es wie kein Problem, er springt so rein. Aber jetzt geht er so rein und wir lassen ihn auch teilweise laufen. Er läuft also dann frei neben dem Fahrrad. Und wenn er nicht mehr will, guckt er mich an oder ich halte kurz an und sage, spring rein. Ja. Ich mache es nicht abzusteigen vom Fahrrad. Er geht selber rein und legt sich hin. Ein toller Hund. Ja, dressiert. Wunderbar. Ja, jetzt willst du uns gleich nochmal zeigen, wie du den Wagen zusammenlegst, denn den musst du ja auch in deinem Mobil transportieren. Und das zeigst du uns gleich nochmal. Okay. So. Ohne du kannst auch was sagen. So, also die Karre, die ist in einigen Minuten auf- und abgebaut. Siehst du, das ist ganz einfach. Schlägst du das hier so übereinander, machst das hier hoch. So, dann machst du so die Räder ab, die Deichsel ab und dann kannst du das in den Zwischenboden machen. Die braucht also kaum Platz, die Karre.
Ja. Und das ist in 2-3 Minuten ist die abgebaut oder aufgebaut. Schön, wunderbar. Ja, jetzt erzählt Christa uns noch mal was zum Thema Mietwagen. Wenn man sich hier einen Mietwagen nimmt und ja und den Hund mitnehmen möchte, was man da am besten tun kann. Ja, so eine Decke hinten reinlegen ist immer blöd. Der Hund bewegt sich ja. Wenn es regnet oder feucht ist, ist die sowieso direkt matschig. Und wir haben das noch aus unserem viertürigen Pkw. Kann man aber überall im Handel kriegen. Wird in der Mitte mit dem Reißverschluss zusammengemacht. Das ist die Halterung für beide Teile an den Kopfstützen. Das sind die Seitenteile. Und somit kann man jedem sagen, hier, wir haben zwar einen Hund, aber wir liefern das Auto wieder astrein und sauber ab. Ja, jetzt frage ich die Christa mal, welche Papiere braucht man denn für den Hund, wenn man jetzt ins Ausland oder jetzt speziell hier nach Spanien reist? Also für Spanien ist das kein Problem, ganz normaler Heimtierausweis. Da sind die ganzen Impfungen drin, die letzte Tollwutimpfung sollte drin sein. Hier ist ja, Grenzen sind ja frei, man wird nicht so kontrolliert, aber wenn man woanders hinfährt, müssen diese Sachen alle stimmen, gechippt sollte er sein. So, das ist eigentlich alles. Und eben für den Hund eigene Medikamente mitnehmen, wenn er braucht. Aber Spanien ist so toll, ja, wie soll ich sagen, ausgerüstet mit Tierärzten und Kliniken und die sind alle top und das klappt also wunderbar. Man kann also sagen, wenn man eine Impfung hier in Spanien durchführen lässt, ist der wesentlich preiswerter als bei uns in Deutschland. Das ist auch interessant zu wissen. Okay. Ja, das stimmt. Also mit Tierfutter oder mit Tiernahrung ist überhaupt kein Problem hier. Gibt es in jedem Mercadona, Aldi, Lidl, überall. Also da ist ganz einfach, wirklich. Gut, dann haben wir jetzt einiges darüber gehört, wie man mit dem Mobil und Hund reisen kann. Ich sage Dankeschön an Christa, Dankeschön an Dieter, wünsche euch weiterhin eine gute Reise und ja, und ich werde weiter berichten. Ja, das war mein Video zum Thema Reisen mit dem Hund im Wohnmobil. Natürlich gibt es dazu noch wesentlich mehr zu berichten, aber vielleicht könnt ihr das ja auch ein bisschen in den Kommentaren tun, wenn ihr darüber berichtet, welche Erfahrungen ihr auf euren Reisen gesammelt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann werdet ihr immer sofort informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.